Sega. Auch nach 10 Jahren ist Total War immer noch das Maß aller Dinge, wenn es um Strategie geht. Mit einzigartigen 3D-Echtzeitschlachten und rundenbasiertem Gameplay, nachdem sie bereits den Aufstieg Roms, das Zeitalter der Ritter, den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die Kriege Napoleons erleben durften, kehrt Total War nun zu seinen Ursprüngen zurück. Die preisgekrönte Spielmechanik von Total War ist in 2 Abschnitte unterteilt. Auf der verbesserten Kampagnenkarte verwalten Sie Ihre Ländereien und Armeen, die Sie dann in spektakulären 3D-Echtzeitschlachten anführen. In der rundenbasierten Kampagne regieren Sie Ihren Clan und erobern neue Länder, rekrutieren und bilden neue Armeen aus, verwalten Ihre Wirtschaft und betreiben Diplomatie, erforschen neue Technologien und bauen Städte und Handelsrouten aus. Die Kampagne von Shogun 2 kombiniert herausragende Grafik mit einer einfachen Steuerung. So können Sie leicht Ihre Truppen verlegen und alles tun, was Sie möchten. Ob Sie nun ein Bündnis eingehen, eine feindliche Stadt belagern, eine Blockade veranlassen oder ihre gesamte Streitmacht auf einmal angreifen lassen wollen. Ihre Agenten sind unerlässliche Helfer. Freuen Sie sich auf die Rückkehr der legendären Ninja- und Geisha-Assassine aus dem ersten Teil. Neu bei Shogun 2 sind die Erfahrungspunkte, mit denen Sie Agenten, Generälen und Ihrem Kriegsherrn zu neuen Fähigkeiten verhelfen können. Schützen Sie Ihre Familie. Ihre Zukunft liegt im Wohlergehen ihrer Erben. Ein Sohn kann einmal ein großer General werden und die Hand einer Tochter kann ein Bündnis sichern. Auch politische Entscheidungen spielen eine große Rolle beim Schutz ihres Reiches. Sollten Sie zum christlichen Glauben überwechseln, um an Schießpulver zu kommen? Ist Ihnen dies einen Aufstand wert? Die Kunst des Krieges besteht in der Ausgewogenheit zwischen Ehre und Treue, Verrat und Heimtücke. Nur ein wahrer Meister des Krieges kann Shogun Japans werden.